Und jetzt sind wir schon beim nächsten Tagesordnungspunkt. Zwar geht es um die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches. Ganz besonders, es geht um die Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung. Und ganz besonders wichtig ist darin dieser Grundsatz: Nein heißt Nein. Erläuterungen dazu jetzt von der ersten Rednerin in dieser Debatte, Eva Högel, der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion. Einen schönen guten Morgen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen heute im Deutschen Bundestag eine Reform des Sexualstrafrechts beschließen. Und wir wollen mit dieser Reform endlich den Grundsatz Nein heißt Nein ins deutsche Strafgesetzbuch schreiben. Wir wollen, dass jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung künftig unter Strafe gestellt wird. Wer gegen den erkennbaren Willen eine sexuelle Handlung an einer anderen Person vornimmt, macht sich künftig strafbar. Meine Damen und Herren, das ist eine wirklich wegweisende Reform. Wir nennen es auch Paradigmenwechsel. Außerdem wollen wir die sexuelle Belästigung endlich unter Strafe stellen. Bisher ist es so, dass viele sexuelle Belästigungen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle sind und nicht mit dem Strafrecht geahndet werden können. Das wollen wir ändern. Und wir wollen bestrafen, wer sich an einer Gruppe beteiligt, wenn aus der Gruppe heraus Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen werden. Das ist eine wegweisende Reform, und wir können mit dieser Reform auch endlich die Istanbuler Konvention ratifizieren, die 2011 unterschrieben wurde und jetzt endlich auch umgesetzt werden kann. Das wurde auch Zeit. Meine Damen und Herren, eine solche Reform hat immer viele Väter und Mütter und in diesem Fall ganz besonders viele Mütter. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch vielen danken, die an dieser Reform mitgearbeitet haben, denn so etwas ist immer ein Teamwork. Verbände, Vereine und Einzelpersonen haben uns ganz tatkräftig unterstützt, und ich möchte einige hier stellvertretend für viele andere auch herausheben. Einige von Ihnen haben wir auch eingeladen, heute an unserer Debatte teilzunehmen, und ich begrüße Sie auf der Tribüne ganz herzlich. Herzlichen Dank Katja Grieger und dem Bundesverband der Frauenberatungs- und Frauennotrufstelle für die profunde Analyse der Strafbarkeitslücken, die eine gute Grundlage für unsere Debatte war. Herzlichen Dank dem Deutschen Juristinnenbund, stellvertretend Dagmar Freudenberg, dem Deutschen Institut für Menschenrechte, Heike Rabe und vielen anderen, der Rechtsanwältin Christina Klemm, der Professorin Tanja Hörnle, dem Professor Jörg Eisele und vielen anderen für guten juristischen Rat, für Unterstützung und für Hilfestellung bei den Formulierungen. Und ich möchte mich auch ausdrücklich bedanken, nicht nur beim Koalitionspartner für die guten Gespräche, sondern auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Vielen Dank für die für den guten Austausch, der ermöglicht, dass wir heute mit großer Mehrheit hoffentlich diese Reform hier im Deutschen Bundestag auch beschließen können. Also auch dafür an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Und als erste Rednerin hier in dieser Debatte möchte ich auch herzlich danken, lieber Heiko Maas, dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, für zunächst einmal den guten Gesetzentwurf, der vor einem Jahr im Sommer 2015 vom Bundesjustizministerium vorgelegt wurde und der Strafbarkeitslücken schließen wollte. Das war das Ansinnen. Und damals, daran muss ich an dieser Stelle auch noch mal erinnern, war nicht mehr möglich in unserer Koalition. Damals ging schon dieser Gesetzentwurf aus dem Haus von Heiko Maas, dem Koalitionspartner, zu weit, weswegen er lange blockiert wurde. Und jetzt haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Initiative ergriffen. Es gab eine Möglichkeit, weiterzugehen. Und deswegen, lieber Heiko Maas, möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für die tolle Unterstützung. Bis zur letzten Minute hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz uns Abgeordnete mit fachlichem Rat und mit guten Formulierungen unterstützt. Dafür herzlichen Dank. Ein Wort, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den Kritikern. Wir bekommen vorgeworfen, diese Reform greife viel zu weit und sie produziere Beweisschwierigkeiten. Erstens, diese Argumente kennen wir schon aus der Debatte um die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Erst seit 1997, man mag es sich kaum vorstellen, ist die Vergewaltigung in der Ehe strafbar.
Und ja, meine Damen und Herren, wir gehen weit. Wir verschärfen das Strafrecht. Wir verschärfen das Strafrecht ganz ordentlich. Denn wir wollen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ganz ausdrücklich stärken. Und das tun wir auch mit den Mitteln des Strafrechts, indem wir die Täter schärfer bestrafen. Bei der sexuellen Selbstbestimmung gibt es ganz häufig Situationen, in denen nur zwei Personen beteiligt sind. Und natürlich produziert das auch Beweisschwierigkeiten. Aber das ist schon jetzt so und das wird sich durch unsere Reform nicht verändern. Ich vertraue ganz ausdrücklich in die guten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, in die Strafgerichte, die mit hoher Kompetenz in der Lage sind, die Aussagen gegeneinander zu stellen und zu bewerten und dann auch die richtigen Urteile zu sprechen. Und das wird sich mit unserer Reform nur verstärken, aber keinesfalls verschlechtern. Meine Damen und Herren, wenn wir das Strafrecht reformieren, dann ist das ein wichtiger Baustein, über den wir heute beraten. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, ist eine tatkräftige Unterstützung für Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wir brauchen Schutz für Opfer, wir brauchen Beratungs- und Hilfsangebote und wir brauchen vor allen Dingen eine flächendeckende Möglichkeit der anonymen Dokumentation solcher Straftaten, damit die Opfer die Möglichkeit haben, sich in Ruhe zu überlegen, ob sie die Strafe anzeigen oder nicht. Das sind weitere wichtige Begleitmaßnahmen, die wir zusätzlich benötigen. Und eine letzte Bemerkung in Richtung des Koalitionspartners. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich schon für die guten Gespräche und für die gute Verhandlung bedankt. Wir haben in dieser Legislaturperiode die Quote gemeinsam verabschiedet. Das war ein langer Weg. Wir haben gute Überzeugungsarbeit geleistet, konnten sie im März verabschieden. Wir verabschieden heute das Sexualstrafrecht. Die Reform wurde lange blockiert. Jetzt haben sie sich überzeugen lassen von uns. Das ist gut so. Ich würde gerne in dieser Legislaturperiode, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne in dieser Legislaturperiode noch einen dritten Schritt mit Ihnen gemeinsam machen und die Lohngleichheit auch noch verabschieden. Und das darf in dieser Debatte auch gesagt werden. Dann hätten wir in dieser Koalition einen ganz wunderbaren Dreiklang aus Quote, aus Sexualstrafrecht und Lohngleichheit. Herzlichen Dank. Der Bundestag Vielen Dank, Eva Höge. Der Bundestag beschließt Veränderungen beim Strafgesetzbuch. Gleich drei Straftatbestände sollen geändert werden. Einmal eingeführt, der Grundsatz Nein heißt Nein. Dann wird der Straftatbestand der sexuellen Belästigung eingeführt und sexuelle Übergriffe aus der Gruppe heraus. Also weitreichende Änderungen. Und dazu jetzt Cornelia Möhring, die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Und besonders, das hat die Kollegin Höge schon gesagt, ist es auch ein Erfolg der Frauen, die in Beratungsstellen und Notrufen, die mit und in ihren Organisationen und Verbänden seit sehr vielen Jahren dafür gekämpft haben. Und wir wissen, dass viele von Ihnen heute hier sind. Ich möchte Ihnen noch mal ausdrücklich danken. Und ich bin mir sicher, ohne Sie wären wir heute tatsächlich noch nicht so weit gekommen. Ich hätte es vor 2 Jahren auch nicht geglaubt, dass wir es tatsächlich in dieser Legislatur schaffen. Mir scheint aber aus mehreren Gründen wichtig, hier ausdrücklich zu betonen, dass die Änderung des Paragraphen 177 auf ein Problem reagiert, das es schon sehr viel, viel länger gibt als Silvester, als seit Silvester. Die Kollegin Höge hat auch schon auf die aufrüttelnde Studie des Bundesverband der Beratungsstellen, Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe BFF erinnert. In dieser Studie wurde die Notwendigkeit der Reform des Sexualstrafrechts sehr anschaulich nachgewiesen. Und die Zahlen gingen vor 2 Jahren durch die Medien. Da hieß es, in den Jahren 2001 bis 2012 wurden jährlich 8.000 Vergewaltigungen angezeigt. Aus diesen 8.000 Anzeigen folgten durchschnittlich pro Jahr 1.314 Anklagen und daraus folgten 986 Verurteilungen jährlich. Gemessen an der Zahl der Anzeigen ist das eine Verurteilungsquote, die gerade mal bei 8,4% lag. Und der Anteil der Frauen, die eine erlebte Vergewaltigung nicht anzeigten, liegt nach unterschiedlichen Studien bei 84,5 bis 95%. Oder andersrum, nur 5 bis 10% bringen überhaupt eine Vergewaltigung zur Anzeige. Das sicherlich auch deshalb, weil die meisten Vergewaltigungen bisher gar nicht als strafwürdig galten. Nun macht sich strafbar, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt.
Eine Frau muss also nicht schreien oder sich körperlich wehren. Sexuelle Handlungen gegen ihren Willen sind auf jeden Fall Unrecht. Erniedrigende Erlebnisse, wenn es früher im Gerichtssaal hieß, die angezeigte Vergewaltigung ist gar keine, weil Frau sich nicht ausreichend gewehrt hätte, sind nun hoffentlich bald Geschichte. Wir sagen ja. Die Linke sagt ja zu diesem neuen Grundtatbestand. Nein heißt nein. Und die Linke wird diesem Artikel auch geschlossen zustimmen. Aber sie werden heute auch Regelungen auf den Weg bringen, denen wir uns als Linke nicht anschließen können. So wollen sie sexualisierte Straftaten aus Gruppen heraus gesondert unter Strafe stellen. Gemeinschaftliche Handlungen mit Täterschaften sind aber bereits strafrechtlich erfasst. Wenn Sie sich mal bitte an die Debatten im Zusammenhang mit den Übergriffen in der Silvesternacht erinnern, dann wissen Sie doch um das riesige Gewicht, das rassistische Bilder und Argumentationen eingenommen haben. Und dann müsste Ihnen doch klar sein, dass Sie solche Bilder, das Problem sei vor allem sexualisierte Gewalt aus migrantischen Gruppen, damit verstärken. Sie wissen aber auch, dass die überwiegende Mehrheit der Täter bei Vergewaltigung aus dem Nahbereich kommt. Und ich wiederhole, gemeinschaftliche Handlungen mit Täterschaften sind bereits strafrechtlich erfasst. Trotz dieser grundsätzlichen Kritik hätten wir wahrscheinlich nicht nur zum Paragraphen 177, dem Nein heißt Nein ja, gesagt, sondern zum gesamten Gesetz. Aber dann haben Sie am Montag ohne Ankündigung Änderungen eingereicht, mit denen Sie die notwendigen Veränderungen des Sexualstrafrechts mit einer erneuten Verschärfung des des Aufenthaltsrechts verknüpfen. Sie sagen, Sie folgen damit der Logik Ihrer bereits im März vorgenommenen Verschärfung im Aufenthaltsrecht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit wird es mitnichten besser. Sie lenken durch diese Verknüpfung den Blick vom Selbstbestimmungsrecht der Frau, Nein sagen zu sagen, erneut auf den potenziellen Täter. So bedienen Sie Fremdenfeindlichkeit und instrumentalisieren unser hart erkämpftes Frauenrecht. Das ist inakzeptabel und wird von der Linken abgelehnt. Wir werden uns deshalb gesamt enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Cornelia Möhring. Nächste Rednerin, Elisabeth Winkelmeier-Becker für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir gleich die Reform des Vergewaltigungsparagrafen verabschieden, dann bringen wir eine gute und notwendige Reform ins Gesetzblatt. Wir setzen damit eine Diskussion der letzten Monate um, die vor allem eins klar gezeigt hat: Der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung verträgt keine Einschränkung. Der Schutz darf nicht davon abhängen, dass das Opfer sich vergeblich gewehrt hat, dass es weitere Risiken in Kauf genommen hat, sondern ein schlichtes Nein muss reichen. Allein am erkennbaren Willen des anderen entscheidet sich, ob eine sexuelle Handlung schön ist und in Ordnung ist oder eben nicht. Und zwar am Willen in der konkreten Situation, unabhängig von irgendeiner vermeintlichen Rechtsposition, von irgendeiner Erwartung, einer Gegenleistung, einer Bezahlung, unabhängig davon, ob der Wille anfänglich mal da war und sich dann geändert hat, auch das ist jederzeit möglich, unabhängig von einer Erkrankung oder Behinderung des Opfers, jeder, der einen Willen hat und zum Ausdruck bringt, ist in Zukunft durch diesen Grundsatz geschützt. Nein heißt Nein. Natürlich sind auch die anderen Konstellationen im Gesetz klar erfasst: Nötigung oder Gewalt, Überraschung, K.O.-Tropfen, Klima der Gewalt. Das sind die Stichworte, die hier zu nennen sind. Auch dafür gibt es überall passende und effektive Regelungen. Aber vor allem das Prinzip des Nein heißt Nein bringt jetzt noch mal ganz klar auch verständlich für jeden Mann und jede Frau ins Gesetz, wo die rote Linie des strafbaren Unrechts beginnt. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Botschaft durch das Strafgesetz auch in die Gesellschaft hinein. In der Diskussion in den vergangenen Monaten habe ich auch fast ausschließlich Zustimmung gehört.
Es gab hier und da mal die besorgte Frage, wie das denn jetzt ist mit der Beweisbarkeit. Aber da ist ganz klar, Beruhigung, der Grundsatz in dubio pro reo gilt weiterhin, der ist essentiell im Strafrecht, da ändert sich gar nichts. Aber für mich war wichtig, dass ich bei fast allen Menschen eine große Zustimmung erlebt habe, bei vielen jungen Frauen eine fast erstaunte Zustimmung, dass das nicht längst gesetzt ist. Bei älteren Frauen manchmal, und das hat mich dann auch sehr berührt, ein Unterton der persönlichen Betroffenheit und der Genugtuung. Und aber auch bei Männern eigentlich ganz viel Zustimmung, weil es eben auch dem Selbstverständnis der Männer heutzutage entspricht, dass sexuelle Handlungen, ein sexuelles Erleben auf dem Willen beider Partner beruhen muss. Da lassen sie sich doch auch nichts sagen. Das entspricht auch deren Lebensgefühl und Empfinden. Und dass wir das heute ins Gesetz bringen, ist ein großer Erfolg mit den sprichwörtlichen vielen Vätern oder eben in diesem Fall den Müttern. Und auch ich möchte danken den Frauenverbänden, die uns mit ihrer Analyse der Schutzlücken da wirklich einen entscheidenden Impuls gegeben haben. Und der dann aber auch schon frühzeitig, das darf ich ja auch noch mal feststellen, dazu geführt hat, dass die Union, die Rechtspolitiker der Union, sich bereits vor 2 Jahren ganz klar dazu positioniert haben, dass wir hier einen Reformbedarf sehen, ganz klar. Die Kolleginnen der Opposition haben das gemacht. Wir haben Pressemitteilungen gemacht, auch Pressegespräche dazu gemacht. Wenn ihr das nicht hört, ist das euer Problem. Ich kann das beweisen und belegen. Das war ganz früh unsere Position. Dann haben wir uns gemeinsam auf einen langen Weg gemacht. Und schon ein Jahr später hat der Justizminister einen Entwurf vorgelegt. Einen Entwurf, der uns viel Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben hat. Und das Nachbessern war auch schön. Die Fraktion hat das Thema beackert und betrieben. Wir haben erklärt und wir haben dann zuerst die Frauenunion, die hat dafür gesorgt, dass das Thema genau mit dieser klaren Aussage in die Mainzer Erklärung kommt. Wir haben den Ball dann aufgegriffen, gemeinsam mit den Frauen der Koalition. Und ein paar furchtlose Männer waren auch dabei. Und wir haben jetzt eine, und das ist das Entscheidende, denke ich, wir haben doch jetzt eine gute Regelung vorgelegt, die auch ins Gesetzblatt kommt. Und ich danke an der Stelle auch den Mitarbeitern, die uns da wirklich geholfen haben, muss ich auch wirklich sagen. Auch den Mitarbeitern dann aus dem Ministerium, die am Ende dann doch nicht beleidigt waren, dass wir den ursprünglichen Entwurf doch noch mal grundlegend überarbeitet haben und uns auf den letzten Metern auch noch sehr geholfen haben. Auch dafür vielen Dank. Wir führen 2 neue Tatbestände ein. Wir stellen das Grabschen unter Strafe, das bisher eben die Erheblichkeitsschwelle des alten Vergewaltigungsparagrafen nicht überschritten hat. Der flüchtige Griff an den Po, an die Brust, ist jetzt auch sanktioniert. Auch hier der erkennbare Wille des Gegenübers ist der Maßstab. Und schließlich ein weiterer Tatbestand, der Übergriff aus einer Gruppe heraus auf ein bedrängtes Opfer unter Strafe stellt. Denn aus der Perspektive des Opfers ist das ein ganz besonders übergriffiges, traumatisches Erleben. Die Opfer schildern ihr Gefühl von Ohnmacht, Angst und Ekel und dass sie dieses Gefühl auch nicht mehr loswerden. Und in dieser Konstellation ist es eben typisch, dass dem Mitmacher in der 3., 4. Reihe nicht mehr genau nachgewiesen werden kann, dass er wusste, was die da vorne machen und dass er das auch konkret in seinen Vorsatz mit aufgenommen hat. Wir sind aber der Auffassung, dass derjenige, der in der 3. oder 4. Reihe durch sein Mitdrängen an der Gefahr mitwirkt, auch für das Opfer schon eine Ursache setzt, für dessen Verletzung ein erhebliches eigenes Unrecht darstellt. Und deshalb halten wir es für richtig, auch daran schon anzuknüpfen und auch das unter Strafe zu stellen. Der Täter muss dann diese beiden Elemente in seinen Vorsatz aufnehmen. Er muss wissen, dass er mitmacht, und er muss wissen, dass diese Gruppe Straftaten begeht. Und wenn dann noch als objektive Bedingung der Strafbarkeit hinzukommt, dass tatsächlich ein sexueller Übergriff passiert, dann ist das auch schon sanktionierbar. Frau Kollegin, Ihre Redezeit. Der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung
Die Verbindlichkeit des Nein heißt Nein verträgt keine Einschränkung. Das gilt auch hier. Und ich denke, das ist die wichtige und gute Botschaft des heutigen Tages. Nicht nur, aber vor allem für Mädchen und Frauen. Herzlichen Dank. Elisabeth Winkelmeier-Becker, die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, hier in der abschließenden Beratung des Bundestages über eine Änderung am Strafgesetzbuch. Der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung soll erheblich verbessert werden mit diesen Änderungen. Beispielhafte und grundsätzliche Regelung heißt Nein, und das bedeutet der Schutz vor sexuellen Handlungen aller Art, wenn eine Person das nicht wünscht. Nächste Rednerin in dieser Aussprache jetzt Katja Keul für Bündnis 90 Grüne. Auch sie ist rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Meine Fraktion hat genau diesen Vorschlag mit unserem grünen Gesetzesentwurf schon im letzten Sommer eingebracht. Und umso mehr freue ich mich, dass auch Sie sich letztlich auf diese Formulierung geeinigt haben. Bei dieser Gelegenheit will ich noch einmal betonen, dass weder die Ereignisse von Köln Auslöser dieser Reform waren und schon gar nicht irgendwelche laufenden Strafverfahren. Wir haben uns allesamt ausführlich mit der Rechtsprechung der letzten Jahrzehnte auseinandergesetzt. Die einen etwas früher, die anderen etwas später. Aber am Ende wollen wir nicht kleinlich sein. Das Ergebnis gilt. Leider haben Sie sich nicht dazu durchringen können, dies als fraktionsübergreifenden Gesetzesentwurf gemeinsam mit uns einzubringen. Vielleicht hätten wir Sie in diesem Zusammenhang noch davon überzeugen können, den überflüssigen 184h mit seiner Erheblichkeitsschwelle zu streichen. Unerhebliche Handlungen können nämlich per se nicht strafbar sein. Das gilt für alle Strafrechtsgüter und damit auch für die sexuelle Selbstbestimmung. Wenn wir dann noch die Strafdrohung im 177.1 herabgesetzt hätten, wäre auch ein gesonderter Straftatbestand der sexuellen Belästigung komplett überflüssig geworden. Aber wenn das der einzige Schönheitsfehler gewesen wäre, hätten wir heute keine getrennte Abstimmung verlangen müssen. Stattdessen haben Sie mal wieder ein Koalitionspaket geschnürt, in dem sich auch die CSU mit einem ebenso populistischen wie verfassungswidrigen Straftatbestand verewigen durfte. Mit dem neuen 184J wollen Sie allen Ernstes eine Gruppenzugehörigkeit unter Strafe stellen. Sowas geht in unserer Rechtsordnung gar nicht, und das ist auch gut so. Nach unserer Verfassung kann jede und jeder nur für seine eigene individuelle Schuld bestraft werden. Sei es, weil er selbst Mittäter ist, weil er Beihilfe geleistet hat oder zu einer Tat angestiftet hat. Wenn alle diese Voraussetzungen nicht vorliegen, können wir nicht darauf ausweichen, jemanden wegen der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, also quasi wegen Sippenhaft, zu verurteilen. Da ändert auch Ihr neuester Satzanfang nichts, wo es jetzt heißt, wer eine Straftat fördert. Weil auch der kann nämlich nur wegen dieser Straftat, die er gefördert hat, verfolgt werden und nicht wegen einer völlig anderen Straftat. Das Fallbeispiel, Herr Hoffmann, geht so. Eine Gruppe von Jugendlichen, zu denen zufällig auch Ihr 16-jähriger Sohn gehört, beschließen, einem ortsbekannten Schläger und Drogendealer mal ordentlich die Meinung zu sein. Sie erwischen ihn nach dem Kino mit seiner Freundin, drängen ihn in eine dunkle Ecke und drohen ihm Schläge an, wenn er in dem Viertel noch mal auftaucht. Eine solche Bedrohung ist eindeutig eine Straftat, auch wenn Ihr Sohn irrigerweise glaubt, er sei für Frieden und Freiheit unterwegs. Dummerweise steht an diesem Abend auch ein Ihrem Sohn völlig Unbekannter mit in der Gruppe, der vor dem Auseinanderlaufen der Freundin des Bedrohten in den Schritt greift und an den Busen grapscht. Dumm gelaufen für Ihren Sohn, denn der wird künftig damit leben müssen, wegen einer Sexualstraftat vorbestraft zu sein. Was überhaupt die Beteiligung an einer Gruppe bedeutet, bleibt völlig nebulös. Zur Beruhigung schreiben Sie in Ihre Gesetzesbegründung, dass reine Ansammlungen von Menschen nicht gemeint sind. Wörtlich. Zitat Gesetzesbegründung. Zum Beispiel macht sich nicht strafbar, wer in der überfüllten U-Bahn mitfährt, in der eine andere Person sexuelle Handlungen vornimmt. Jetzt sind wir aber echt beruhigt, dass wir noch U-Bahn fahren dürfen. Mit diesen rechtsstaatlich nicht tragbaren Konstruktionen zwingen Sie uns heute zu einer getrennten Abstimmung. Und Montagnachmittag haben Sie uns dann noch eine Änderung des Aufenthaltsrechts untergejubelt, mit der Sie die Verschärfung der Verschärfung zur Sicherheit noch mal verschärfen. Bei der Abschiebung straffälliger wird jetzt auch auf den neuen 177 verwiesen, der aber ganz anders als der bisherige Tatbestand ja viel niedrigschwelligere sexuelle Handlungen erfasst und weder Gewalt noch Nötigung zur Tatbestandsvoraussetzung hat. Das ist schlicht unverhältnismäßig.
Einem solchen Paket inklusive verfassungswidriger populistischer Straftatbestände können wir Grüne am Ende nicht zustimmen. Viele in meiner Fraktion bedauern das sehr, zumal wir die Ersten waren, die den heutigen Vorschlag für 177 entwickelt, vorgeschlagen und eingebracht hatten. Aber immerhin, diesen Erfolg kann uns jetzt niemand mehr nehmen. Der neue 177 ist ein Meilenstein für den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung in diesem Land. Und darauf kommt es am Ende an. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Keul. Nächste Rednerin, Dr. Carola Reimann für die SPD. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 30 Jahren kämpfen Frauen dafür, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung besser geschützt wird. Und die heutige Reform des Sexualstrafrechts mit der klaren Botschaft Nein heißt Nein wäre ohne dieses Engagement nicht möglich gewesen. Das Gesetz ist also nicht einfach eine schlichte Reaktion auf die Vorfälle in der Silvesternacht. Es ist vielmehr Ergebnis des beharrlichen Einsatzes vieler Frauen innerhalb, aber auch außerhalb des Parlaments. Und dafür möchte ich, einige sind ja auch da, mich hier heute herzlich bedanken. Kolleginnen und Kollegen, bereits 2011 hat Deutschland die Istanbul-Konvention unterzeichnet. Darin ist unmissverständlich, das ist heute Morgen ja auch schon mal gesagt worden von der Kollegin Högel, festgehalten, dass jegliche nicht einvernehmliche sexuelle Handlung strafbar sein soll. Andere Länder, wie zum Beispiel Österreich, haben diese Konvention und dieses Prinzip Nein heißt Nein bereits umgesetzt. Und es ist jetzt höchste Zeit, dass auch wir diesen Paradigmenwechsel in unserem Sexualstrafrecht mit dieser Reform umsetzen. Kolleginnen und Kollegen, es geht nicht um Lappalien oder Kavaliersdelikte. Wer mit Frauenberatungsstellen spricht, der weiß, welch schwerwiegende Folgen sexuelle Übergriffe haben. Viele Frauen haben sexualisierte Gewalt in ihrem Alltag erlebt, und sie tragen an diesen Erlebnissen oft ihr Leben lang. Und das Perfide an solchen Übergriffen ist, dass sie häufig nicht, wie das landläufig gedacht wird, nachts in dunklen Ecken passieren, wo ein Fremder einer Frau auflauert. Nee, Übergriffe finden oft dort statt, wo es sich das ganz normale Leben abspielt. In der U-Bahn, in den Clubs oder auf Festivals. Und sie sind auf erschreckende Art und Weise Teil des Alltags. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit dieser Reform, auch mit dem neuen Straftatbestand der sexuellen Belästigung, eine klare Botschaft aussenden. Das sind keine Kavaliersdelikte und keine Bagatellen. Das sind Straftaten, die konsequent verfolgt werden müssen. Grapschen ist kein Flirten. Und das muss jetzt auch der Letzte begriffen haben. Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Frauen ermutigen, diese Straftaten auch anzuzeigen. Mich ärgert, dass in diesem Zusammenhang immer gleich die Gefahr von Falschanzeigen heraufbeschworen wird. Dabei liegt der Anteil gerade einmal bei 3%. Vielmehr muss uns doch beunruhigen, heute sind ja auch schon mal Zahlen zur Verurteilung genannt worden von der Kollegin, vielmehr muss uns doch beunruhigen, dass überhaupt nur 5 bis 10% aller strafbaren sexuellen Übergriffe angezeigt werden. Alle anderen Übergriffe bleiben folgenlos für den Täter. Und das ist doch der eigentliche Skandal. Kolleginnen und Kollegen, auch deshalb wollen wir diese Reform auf den Weg bringen. Wir wollen eine gesellschaftliche Sensibilisierung. Wir wollen das Thema sichtbar machen und ermutigen, genauer hinzugucken und hinzuschauen und gegen sexuelle Übergriffe auch vorzugehen. Und Kolleginnen und Kollegen, wenn uns das gelingt, sind wir auf dem Weg zur Stärkung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung ein gutes Stück vorangekommen. Vielen Dank.
Carola Reimann, die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, in der abschließenden Beratung des Bundestages zu Änderungen im Strafgesetzbuch. Es geht um eine bessere sexuelle Selbstbestimmung, den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung. Und in dieser Debatte dazu jetzt Halina Bawczyniak für die Linksfraktion. Es wäre ein Signal gewesen, wenn wir uns fraktionsübergreifend auf eine Formulierung von Nein heißt Nein verständigt hätten. Wir werden dieses Nein heißt Nein jetzt beschließen. Das ist gut so, mit übergroßer Mehrheit. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns fraktionsübergreifend zusammengetan hätten, hätten wir ein Gesetz gehabt, wo es im Vorrang um die sexuelle Selbstbestimmung geht. Was wir jetzt vorliegen haben, ist leider ein Gesetz, das in wesentlichen Teilen das Politikverständnis weißer, alter Männer widerspiegelt. Denn es ist offensichtlich bei der Union nicht möglich, die sexuelle Selbstbestimmung zu schützen, ohne gleichzeitig das Strafrecht auf den Kopf zu stellen und das Ausweisungsrecht auszuweiten. Und Sie führen dazu, dass die Debatte um die Verankerung von Nein heißt Nein durch andere Debatten überlagert wird. Und das ist bitter und das widert mich an. Die kurzfristig erst Mittwoch, Montag vorgelegte Änderung des Aufenthaltsrechts ist mit Verlaub eine miese Nummer. Vor allem Sie von der Union haben mit dieser Änderung einen Diskurs gestärkt, der unmittelbar nach den Vorfällen in Köln schon einmal lief, den wir dann aber so hatten, dass wir eine Debatte darum führen konnten, wie die sexuelle Selbstbestimmung gesichert werden kann. Jetzt müssen wir überall und immer wieder erklären, dass es gerade nicht so ist, dass die Zugezogenen besonders anfällig sind für Straftaten nach dem Sexualstrafrecht. Und was machen Sie da jetzt eigentlich, außer dass Sie eine Debatte vergiften? Sie haben gerade im März das Ausweisungsrecht geändert. Und da haben Sie das Strafmaß gesenkt und die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung aufgenommen, sobald sie mit Gewalt begangen werden, durch Drohung, mit Gefahr für Leib und Leben oder mit List. Und das ist eben der überwiegende Anzahl der Straftaten, die wir im 177 haben. Doch was machen Sie jetzt? Mit der Änderung ist es möglich, dass ein aufgedrängter Zungenkuss ein Grund sein kann, die Flüchtlingseigenschaft zu verlieren und ausgewiesen zu werden. Und das ist das, genau das wollen Sie, Herr Hofmann, Sie sagen es ja, das sagen Sie jetzt gerade. Und das ist angesichts der Tatsache, gerade Sie, Herr Hofmann, Ihrer Rede im März, wo Sie lauter Einwände gegen Nein heißt Nein hatten, Sie erinnern sich, das war die peinliche Rede, wo die Dame die Kontrolle verliert und es dann zum Äußersten kommt, das ist mit Verlaub bigott. Sie haben offensichtlich das Thema Sexualstrafrecht erst nach den Vorfällen in Köln begriffen als Thema. Und der Murks in diesem Gesetz wird auch noch mal beim Gruppenparagraphen deutlich. Frau Keul hat schon darauf hingewiesen, was passiert da jetzt eigentlich? Menschen schließen sich zusammen, wollen jemanden das Smartphone oder die Geldbörse klauen und einer aus dieser Gruppe begeht eine Sexualstraftat und alle aus dieser Gruppe sind wegen der Sexualstraftat bestrafbar. Das ist absurd, das widerspricht dem strafrechtlichen Prinzip des Schuldprinzips, des Grundprinzips des Schuldprinzips. Und es gibt noch etwas anderes. Sie erwähnen in der Begründung explizit, dass das Strafrecht die Norm für Täterschaft, Teilnahme und Anstiftung im Gesetz nicht gelten sollen, sondern die Beteiligung im umgangssprachlichen Sinne. Das setzt dem Ganzen die Krone auf und auch der Verweis auf die Beteiligung an einer Schlägerei, Herr Hoffmann wird sie nachher lang und breit ausführen, funktioniert hier nicht. Bei der Beteiligung an einer Schlägerei wird die schwere Folge, nämlich Tod oder schwere Körperverletzung, bestraft. Hier haben Sie ein zusätzliches Delikt. Das stellt das Strafrecht auf den Kopf. Ich komme zum Schluss. Es ärgert mich massiv, dass Sie die gute Initiative für ein Nein heißt Nein durch diese beiden Regelungen diskreditieren. Der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung hätte etwas Besseres verdient als die Ergänzung der von Ihnen vorgeschlagenen Punkte. Sagt Halina Bawczyniak, die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion, und ist auch ansonsten mit einigen Änderungen, die es dann doch noch gegeben hat, in diesem Gesetz, an dieser Änderung, an der Änderung dieses Gesetzes. Und nun zunächst oder weiter mit Annette Wiedmann-Mautz für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich will es uns doch antun, uns noch mal an die Silvesternacht des letzten Jahres zu erinnern.
Denn ich finde, es ist schon ein denkwürdiger Abend gewesen, der dem Parlament und vielen in unserem Land auch noch einmal ins Bewusstsein gerückt hat, dass etwas nicht stimmen kann in der Art, wie unser Sexualstrafrecht bis zum heutigen Tage ausgesehen hat. Frauen sind in dieser Nacht im Kölner Hauptbahnhof von ihren Freunden getrennt worden, sind betrunkenen, bekifften Männern hilflos ausgeliefert gewesen. Sie wurden bedrängt, begrapscht, beraubt, sie wurden vergewaltigt. Zunächst gab es noch nicht einmal viele Anzeigen. Eine typische Reaktion. Denn eigentlich sollten sich doch die Täter für ihre Taten schämen und schuldig fühlen. Tatsächlich fühlen sich aber die Frauen beschmutzt und sie scheuen sich vor diesem Weg. Nicht die Informationspolitik der nordrhein-westfälischen Landesregierung und ihrer Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat das wahre Ausmaß dieser Nacht an den Tag gebracht. Nein, es waren die medialen Berichte, und sie waren wichtig und notwendig. Es war ein kollektiver Schock, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht. Und nach dieser ersten Phase, wie konnte das eigentlich passieren, gab es ja dann auch gleich die raschen und bekannten Reaktionsmuster, die sich ja ein wenig auch schon wieder in dieser Debatte widerspiegeln. Bitte keine Debattenbeiträge, die Wasser auf die Mühlen von Fremdenfeinden sind. Oder auf der anderen Seite, noch während die Anzeigen eingingen, hieß es: Vorsicht, Vorsicht, jetzt bloß keine übereilten Schlussfolgerungen für das Strafrecht. Es gibt ja auch viele Frauen, die sich an Männern durch falsche Anzeigen rächen. Meine Damen, meine Herren, ist das wirklich der Kern des Problems? Nein. Jeder zu Unrecht Beschuldigte ist einer zu viel. Aber wie viele tatsächliche und angezeigte Vergewaltigungen stehen denn eigentlich Falschbeschuldigungen gegenüber? Und wir erweisen doch auch keinen rechtstreuen ausländischen Mitbürger einen guten Dienst, wenn wir Straftaten von Ausländern nicht ebenso benennen und beahnden, wie wir es in allen anderen Fällen auch bei deutschen Straftätern tun müssen. Nicht nur an Silvester glaubten manche Männer, sie könnten in der ausgelassenen Stimmung Frauen ungestraft sexuell belästigen, nötigen oder vergewaltigen. Auch beim Karneval, auch bei den Volksfesten oder Partys gibt es immer wieder solche Exzesse. Aber meine Damen, meine Herren, welches Signal geben wir eigentlich, wenn wir weiter zulassen, dass der gezielte Griff an die Brust oder in den Schritt im Sexualstrafrecht als nicht erheblich gewertet wird? Wenn Bestrafungen nur dann erfolgen können, wenn der Richter auf den Beleidigungsparagraphen ausweicht. Meine Damen, meine Herren, Frauen sind kein Freiwild und sie sind keine reinen Objekte sexueller Begierde. Hier geht es um die Würde und die Wahrung der sexuellen Selbstbestimmung, gerade auch der Frauen. Traurig aber war es auch, dass zum Handy- und Handtaschenklau das sogenannte Antanzen mittlerweile Methode hat. Täter gehen umso ungehemmter vor, je sicherer sie sich in der Gruppe von Gleichgesinnten fühlen. Und von solchen Gruppen darf sich der Rechtsstaat doch nicht verhöhnen lassen. Wollen wir denn wirklich weiter zusehen, dass diejenigen, die mitmachen, die umdrängen und so die Tat erst ermöglichen und die Situation für das Opfer verschärfen, ungeschoren davonkommen? Wer mitmacht, auch wenn er nicht selbst übergriffig wird, muss auch bestraft werden. Wer sich statt zu distanzieren oder dem Opfer zu helfen, in der Gruppe mitmacht, der ist auch mitverantwortlich. Und das Strafrecht muss hier ein Stoppschild aufstellen, denn es sagt auch etwas über die Definition von sozial adäquatem Verhalten aus. Meine Damen, meine Herren, wir ziehen heute keine voreiligen Schlüsse. Der Gesetzentwurf des Ministeriums war zwar schon in Vorbereitung, aus unserer Sicht aber abschließend nicht geeignet, alle Schutzlügen zu schließen. Und es brauchte die Unionsfrauen, es brauchte die Frauen der ASF, es brauchte die Kolleginnen der Koalitionsfraktionen, dass es heute zu einem guten Gesetzentwurf gekommen ist. Und deshalb danke ich allen, die uns dabei unterstützt haben, von der Verbandsseite, von den Rechtsexpertinnen und Experten und insbesondere auch die Juristinnen und Juristen und die Männer, die uns hier
an dieser Stelle mit unterstützen. Wir wollen diesen Paradigmenwechsel. Wir wollen ihn jetzt. Frau Kollegin, ich komme zum Schluss. Ja. Sexuelle Selbstbestimmung, Opferschutz und mehr Sicherheit, das ist das Ziel dieses Gesetzes. Und ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Gesetz einen wichtigen Beitrag für ein respektvolleres und friedliches Zusammenleben in unserem Land mit ermöglichen werden. Klare Worte von Annette Wiedmann-Mautz aus der Unionsfraktion zu sexuellen Übergriffen, etwa bei Volksfesten oder auch an Karneval. Frauen sind kein Freiwild, sagt sie, und deswegen seien die Änderungen im Strafgesetzbuch zu einem besseren Schutz der sexuellen Selbstbestimmung nachgerade überfällig. Jetzt Ulle Schaufs für die Grünen. Vor einigen Wochen überschrieb die Taz einen Artikel zum Sexualstrafrecht mit der Frage, wie viel wert ist ein Nein? Wenn wir heute den neu gefassten § 177 Strafgesetzbuch beschließen, können wir diese Frage eindeutig beantworten. Denn dem Nein wird endlich strafrechtliche Bedeutung beigemessen. Ein für den Täter erkennbares Nein des Opfers verbal oder konkludent zum Ausdruck gebracht, reicht nun aus, um einen Vergewaltiger zu bestrafen. Ein Nein ist ein Nein ohne Wenn und Aber. Das, meine Damen und Herren, ist ein Meilenstein, vor allen Dingen für Frauen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt und für die sexuelle Selbstbestimmung. Denn das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung muss nun nicht mehr aktiv verteidigt werden. Jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung ist strafbar. Und damit wird mit § 177 eine gravierende Schutzlücke für die Betroffenen geschlossen. Dafür haben wir Grünen uns lange eingesetzt und bekämpft. Und damit wird das Sexualstrafrecht endlich von dem Geist vieler Jahrzehnte gelöst, in dem die Rechte von Frauen als nachrangig galten. Ich freue mich, dass Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, sich endlich dazu durchgerungen haben, diesen längst überfälligen Schritt zu gehen. Genau dies hat meine Fraktion bereits vor einem Jahr mit einem Gesetzentwurf vorgeschlagen, und dies wird auch von den Linken gefordert. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, von der Bundesregierung ganz klar, es war ein Armutszeugnis, dass das Justizministerium lange überhaupt gar keinen Handlungsbedarf sah und dass das Bundeskanzleramt selbst den unzureichenden Gesetzentwurf von Minister Maas ein halbes Jahr lang blockierte. Das war peinlich. Da haben Sie sich, weiß Gott, nicht mit Ruhm bekleckert. Und, meine Damen und Herren, es ist letztendlich zu einem großen Teil der konzertierten Aktion und dem Druck der Frauenverbände und den Gesetzentwürfen von Grünen und Linken zu verdanken, dass die Koalition nun mit ihrem Änderungsantrag den Gesetzentwurf aus dem Hause Maas im Sinne der Nein-heißt-Nein-Lösung endlich verändert hat. Und in der letzten Debatte, die wir hier hatten, Sie werden sich alle daran erinnern, gab es eine große Einigkeit der Frauen. Eine fraktionsübergreifende Initiative für eine Nein-heißt-Nein-Lösung wäre nicht ganz abwegig gewesen. Angesichts der Bedeutung der Umsetzung der Istanbul-Konvention wäre das sicherlich ein bemerkenswertes Signal gewesen. Aber ich sage ganz klar, auch angesichts der heutigen Debatte, über diesen Schatten sind Sie leider nicht gesprungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben der Reform des § 177 ist mir wichtig zu sagen, dass wir jetzt eine Regelung zur Strafbarkeit von sexueller Belästigung haben werden. Das heißt, das sogenannte Angrapschen kein Kavaliersdelikt ist und keine Petitesse, die vor Gerichten bislang kaum zufriedenstellend geahndet werden konnte. Und jetzt müssen Frauen diese Übergriffe nicht mehr hinnehmen. Und das war überfällig, dem stimmen wir Grünen ausdrücklich zu. Was wir jedoch klar ablehnen, ist die Strafbarkeit aus Gruppen heraus. Das ist, und ich sage es noch mal ganz deutlich, Frau Wittmann-Mautz, reine Symbolgesetzgebung. Und das ist nach Köln die Handschrift der Union. Sie setzen so das Schuldprinzip in verfassungswidriger Weise ohne Not außer Kraft. Obwohl Sie wissen, dass beim Zusammenwirken mehrerer Personen ohnehin die Regelung der Mittäterschaft und Teilnahme gelten. Wie Sie von der SPD da mitgehen konnten, das ist mir wirklich völlig unverständlich. Abgesehen von dem bitteren Beigeschmack, den das Gesetz durch die Verschärfung, durch die Ausweisungsregelung bekommt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Strafrecht allein kann das Problem der sexualisierten Gewalt nicht lösen. Es braucht vielmehr bestmöglichen Opferschutz. Qualifizierte Notfallvorsorgung inklusive anonymer Spurensicherung und der Pille danach. Es braucht gut ausgestattete Beratungsstellen. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ran.
und eine geschulte Staatsanwaltschaft und Polizei. Sexismus und sexualisierte Gewalt muss immer und überall geächtet werden. Ein Strafrecht, das den Grundsatz Nein heißt Nein beinhaltet, trägt dazu bei, dass die sexuelle Selbstbestimmung in der Gesellschaft einen neuen Stellenwert erfährt. Es ist gut für jede Frau in diesem Land, dass wir diese Tür endlich heute aufstoßen und dass wir mit diesem Gesetz diesen historischen Schritt endlich tun. Vielen Dank. Ulla Schaufs für die Fraktion Bündnis 90 Grüne hat hier noch mal klargemacht, worum es hier eigentlich geht. Jede nicht einvernehmliche sexuelle Tat wird demnächst strafbar und die Tat zählt. Also, das gilt dann bei Vergewaltigung ohnehin, aber auch bei Belästigungen wie Angrapschen oder Übergriffen aus der Gruppe hinaus. Also eine deutliche Verschärfung des Strafrechts an dieser Stelle. Bitter nötig, wie viele hier sagen. Jetzt Elke Ferner. Für die sexuelle Selbstbestimmung. Elke Ferner, pardon, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir haben seit vielen, vielen Jahren zusammen mit Frauenverbänden, auch mit anderen politischen Parteien. Und ich bin sehr froh, dass es dafür, zumindest für den 177, heute eine breite Mehrheit im Bundestag geben wird. Vor fast 20 Jahren, am 15. Mai 1997, waren die Mehrheiten knapper, als es darum ging, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen. Aber auch 1997 waren es die Frauen, die fraktionsübergreifend mit großer Unterstützung aus der Zivilgesellschaft die Mehrheit im Bundestag davon überzeugen konnten, dass auch die Vergewaltigung in der Ehe ein Verbrechen ist. Und fast 20 Jahre später gehen wir jetzt den nächsten Schritt, und ich möchte als eine, die damals auch schon im Bundestag war, sagen, das ist auch für mich heute wirklich ein sehr, sehr guter und ein sehr, sehr großer Tag. Ich möchte mich auch noch mal bei den Verbänden bedanken, die den Aufruf Nein heißt Nein initiiert und unterstützt haben. Beim Deutschen Frauenrat, dem Deutschen Juristinnenbund, bei Terre des Femmes, dem BFF, dem KOK, dem Deutschen Komitee von UN Women, bei der Frauenhauskoordinierung und bei der ZIF. Ohne ihre Unterstützung und ohne die Unterstützung der Sachverständigen wären wir heute nicht so weit gekommen. Deshalb noch mal ein ganz herzliches Dankeschön. Mit der Reform des Sexualstrafrechts stärken wir die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und setzen den potenziellen Tätern klare Grenzen. Der erkennbare Wille darf nicht mehr missachtet werden. Nein heißt jetzt Nein. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir heute vielleicht nicht der Versuchung erlegen wären, zu fragen, wer jetzt welchen Entwurf und wer welchen Entwurf bis wann irgendwo zurückgehalten hat. Das war schon eine göttliche Eingebung im Kanzleramt, den kurz vor Weihnachten dann in die Verbändeanhörung reinzugeben, sondern dass wir jetzt wirklich auch in die Zukunft gucken und sehen, was wir jetzt auch verbessern mit diesem Entwurf. Und nicht erst seit Köln gab es sexuelle Belästigung und Missachtung der sexuellen Selbstbestimmung von Frauen. Das gibt es leider in unserer Gesellschaft wie in allen Gesellschaften in Europa und anderen Teilen der Welt seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten. Wir machen jetzt auch deutlich, dass das sogenannte Begrapschen ein Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist. Jede Frau kann jetzt selber darüber entscheiden, ob sie das zur Anzeige bringt oder nicht. Und ich will auch klar und deutlich sagen, für die Opfer macht es einen Unterschied, ob sie aus einer Gerichtsverhandlung rausgehen und ihnen bescheinigt wird, das war gar keine Vergewaltigung, was hier da passiert ist, oder ob der Täter nur aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden ist. Das macht einen Unterschied, und das beenden wir jetzt auch mit dem Gesetzentwurf, den wir heute verabschieden. Es ist eben angesprochen worden, die Straftaten aus der Gruppe heraus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum Grüne und Linke das nicht mittragen. Denn jeder in einer Gruppe hat die Möglichkeit einzugreifen, Täter an Übergriffen zu hindern oder einfach nur wegzugehen und Hilfe zu holen. Und wenn man sagt, das ist nicht strafbar, der Auffassung kann man ja sein. Ich bin aber anderer Auffassung. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum Grüne und Linke zwar Nein heißt Nein unterstützen, die Folgeänderungen im Aufenthaltsrecht aber ablehnen. Man kann ja. Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von Frau Künast? Aber bitte nur eine, wir wollen heute zügig durchkommen. Und ich achte sehr auf die Redezeit.
Ich bitte die Kolleginnen, sich an die Redezeiten zu halten. Normalerweise bin ich da etwas großzügiger. Also eine kurze Zwischenfrage. Ich habe mich gemeldet, weil Sie jetzt schon die Zweite sind, die sagen, Frau Wittmann-Mautz hat es auch ähnlich formuliert, so andeuten, wenn man an der Gruppe mitmacht und daran teilnimmt und sich nicht distanziert. Will ich mal sagen, ich weiß nicht, wie Sie den Tatbestand verstehen. Ich verstehe ihn so und alle, viele andere auch, dass es dabei geht, dass man Teil einer Gruppe ist, die sich verabredet und man sie irgendwie fördert. Umgangssprachlich fördert heißt es ja gar nicht nach den strengen Regeln des allgemeinen Teils BGB, StGB. Wenn man sich zum Beispiel auf dem Schulhof verabredet, 5, 6 Leute, jemandem die Jacke abzuziehen, sowas soll es ja geben. Und dann macht man sich strafbar, wenn innerhalb dieses Gruppengeschehens eine Person ein Sexualdelikt begeht. Man muss das nicht mal selber merken, man muss es nicht mal sehen. Es wird später angezeigt. Darauf muss ich weder Vorsatz, nicht mal billigend in Kauf nehmen und ähnlich und Kenntnisnahme beziehen. Das heißt, wie soll sich denn jemand distanzieren von dem Delikt, wenn zum Tatbestand nicht mal gehört, dass man merkt, dass innerhalb des Abziehens der Jacke ein Sexualstraftat begeht? Das ist das, was uns stört. Also ich lese das zumindest nicht so, dass man es nicht merken muss. Dass man es nicht merken muss. Und ich bin auch sicher, dass es, wenn entsprechende Fälle vor Gericht kommen, dass auch die Umstände genau betrachtet und bewertet werden, wie immer alles auch vom Einzelfall her bewertet wird. Und ich möchte noch kurz eingehen auf das Thema sogenannte Verschärfung des Ausländerrechts. Wenn Sie der Auffassung sind, dass Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung kein Ausweisungsgrund sein sollen, dann... Nein, Sie sind nicht drin. Dann sagen Sie das einfach so und sagen Sie nicht, es ist jetzt sozusagen im Windschatten der Sexualstrafrechtsreform auch noch eine Verschärfung des Ausländerrechts gemacht. Das war nicht der Fall und das ist nicht der Fall. Wir haben da einfach unterschiedliche Auffassungen. Ich möchte mich zum Schluss bei allen Kollegen und Kolleginnen bedanken, auch denen der Oppositionsfraktion, aber insbesondere bei der Unionsfraktion, auch der Frauenunion, dass wir es gezeigt haben, dass wenn Frauen zusammen etwas bewegen auch wollen, auch etwas bewegen können. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das auch beim Thema Lohngerechtigkeit der Fall sein wird. Vielen Dank. Elke Ferner, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, hier in der abschließenden Beratung einer Gesetzesänderung, die den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung fördern und verbessern soll. Jetzt Alexander Hoffmann aus der Unionsfraktion, der eben schon von Halina Wawczyniak hart angegangen worden ist für eine Rede, die er gehalten hat bei der ersten Beratung dieses Gesetzes. Ich bin ja schon scheinbar darauf brennen, dass ich noch ein bisschen Juristisches und Verfassungsrechtliches zu dem neuen Tatbestand Übergriffe aus Gruppen sage, will ich das auch gerne tun. Da wird zunächst gesagt, es gibt doch überhaupt keinen Bedarf für diese Norm, weil unsere Regelungen über Täterschaft und Teilnahme, die reichen aus. Meine Damen, meine Herren, wir erinnern uns an Vorfälle in Köln, in Darmstadt, in Berlin. Das Antanzen ist eine Masche geworden, ein echtes Tatbild. Da verabreden sich Männer zu einer Gruppe, sie gehen auf Frauen zu, separieren diese Frau, versperren ihr die Fluchtwege, dann wird Handy geklaut, es geht an das Geld ran und die Frau wird begrapscht. Die Schwierigkeit in diesen Fällen ist doch, dass wir mit Videomaterial, mit Augenzeugen durchaus den Nachweis führen konnten, die betreffende Person war in der Gruppe. Wenn Sie sich aber mit den Sachverhalten beschäftigen, dann schildern Frauen, dass sie von 10 bis 15 Männern teilweise 20 bis 30 Mal angefasst worden sind. Und die Frau kann eben nicht mehr sagen, die Hand kam von dem oder die Hand kam von jenem. Das heißt, eine Aufarbeitung der Einzelverantwortlichkeit ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Deswegen wollen wir einen neuen Tatbestand. Da geht es selbstverständlich um Beweisprobleme. Aber, meine Damen, meine Herren, wir sagen, wer sich zu einer Gruppe verabredet, um eine Frau zu bedrängen, um in dieser Situation Straftaten zu begehen, der verwirklicht eigenes Unrecht. Und wer eigenes Unrecht begeht, den darf man auch bestrafen. Der Täter verursacht eine objektiv gefährliche Situation. Er setzt nämlich einen Kausalverlauf in Gang, den er später nicht mehr beherrschen kann.
und der einer gewissen Dynamik unterliegt, weil aus dem Ausgeliefertsein der Frau, aus der übermächtigen Stellung der Gruppe, der ein oder andere dann doch noch mutiger wird und dann kommt es zu sexuellen Übergriffen. Und dann kommen die verfassungsrechtlichen Bedenken. Das verstößt gegen das Schuldprinzip. Das ist schon zunächst nicht richtig, weil, ich habe es gerade aufgezeigt, der Täter eigene Schuld, eigenes Unrecht verwirklicht. Und ich empfehle Ihnen noch einmal dringlich, ich habe es gestern schon im Rechtsausschuss getan, Frau Künast, offensichtlich haben Sie nicht zugehört, sich mal die Rechtsprechung zu § 231 StGB zu verinnerlichen. Weil unsere Wahl, unser Gruppentatbestand, der ist keine freie Erfindung von der Konstruktion, sondern es gibt im deutschen Strafrecht schon eine Norm, nämlich die Beteiligung an einer Schlägerei, wo die Förderung, meine Damen, meine Herren, lediglich die Förderung einer objektiv gefährlichen Situation bestraft wird. Und nach BGH-Rechtsprechung ist dort folgender Fall strafbar. Es steht jemand am Rande einer Schlägerei, 10, 15 Männer prügeln sich und er applaudiert. Und in dieser Schlägerei verliert jemand ein Auge, ohne dass derjenige, der applaudiert, das sieht oder ob er es will. Und diese Person ist strafbar wegen Förderung, wegen diesem Förderungsbeitrag Applaus. Und jetzt kommt es aber, meine Damen, meine Herren, wer bei uns einen Verursachungsbeitrag setzt, das heißt die Kausalkette in Gang setzt mit der Verabredung zur Gruppe, der leistet mehr als jemand, der einfach nur applaudiert. Und deswegen glauben wir, dass das eine Strafbarkeit trägt. Jetzt sagen Sie, ja, die zufällige Anwesenheit genügt. Da wundere ich mich dann wirklich. Darüber haben wir gestern ausführlich gesprochen. Es gibt nämlich sehr wohl auch eine Definition, wann eine Gruppe vorliegt. Und damit Sie es nicht vergessen, will ich es noch mal zitieren. Eine Gruppe ist eine zu bestimmten Zwecken zusammengeschlossene Anzahl von mindestens 3 Personen. Das ist BGH-Rechtsprechung, habe ich Ihnen gestern zitiert. Es wird heute trotzdem wieder besseren Wissens erneut in Abrede gestellt. Und dann kommen diejenigen, die sagen, ja, wir brauchen ja bei 231 eine schwere Folge. Das ist ja gar nicht vergleichbar. Und da sage ich, Vorsicht vor dieser Argumentation. Zum einen ist es so, dass unser Täter ja nicht nur einen Förderbeitrag setzt, sondern einen echten Verursachungsbeitrag. Er verwirklicht mehr an Unrecht, er verwirklicht eigenes Unrecht. Und der zweite Punkt, meine Damen, meine Herren, beschäftigen Sie sich mal mit Opfern der Kölner Silvesternacht. Da sind Frauen dabei, die schwer traumatisiert sind, die heute in keine Menschenmenge mehr gehen können, geschweige denn in den Kölner Hauptbahnhof. Ich will Ihnen sagen, wir stehen hinter dieser Norm, wir sind zuversichtlich, dass sie verfassungsmäßig sein wird. Und zum Ausweisungsrecht will ich Ihnen nur so viel sagen. Bei uns in der Großen Koalition, und da bin ich der Frau Ferner auch dankbar, ist es so, dass Nein heißt Nein, auch Nein im Ausweisungsrecht bedeutet, bei Ihnen scheint das anders zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Der nächste Redner, Dr. Johannes Fechner für die SPD. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen. Wir machen diese Reform, weil es in der Vergangenheit Urteile gab, in denen auch höchste Gerichte Abwehrhandlungen des Opfers, der Frauen, gefordert haben. Die Voraussetzungen einer solchen Abwehrhandlung sahen die Gerichte nicht gegeben an, wenn das Opfer die Gegenwehr unterließ, etwa aus Furcht vor einer Kündigung, vor strafrechtlichen Konsequenzen, aus Angst, dass der Täter die Wohnung zusammenschlägt oder aus Angst vor erneuter Gewalt oder dass das Opfer von der Attacke überrascht wurde und deshalb keine Gegenwehr leistete. Wohlgemerkt, das waren höchstrichterliche Entscheidungen und es gab mehrere davon. Und deswegen können wir die heutige Rechtslage, auf der solche Urteile basieren, nicht stehen lassen. Wir müssen ja die Frauen besser schützen. Es war deshalb gut, dass Minister Maas einen sehr präzisen Gesetzesentwurf schon im Juli 2015 präsentiert hat. Sie sehen, die Kölner Silvesterereignisse waren für uns nicht nötig, um den Handlungsbedarf hier zu erkennen. Wäre der Entwurf nicht im Kanzleramt ein halbes Jahr blockiert worden, dann wären wir heute schon weiter. Und wohlgemerkt, der Entwurf ist nicht blockiert worden, weil dort nicht die Nein-heißt-Nein-Lösung drin stand, sondern weil er
weil er euch zu weit ging. Man kann den entsprechenden Schriftverkehr ja nachlesen. Und im Januar 2016, Herr Maas und ich saßen mit Herrn Strobel zusammen, wir haben ihn gefragt. Im Januar 2016, Herr Strobel, machen wir Nein heißt Nein, wir sind bereit dazu, das Ministerium unterstützt es. Und Herr Strobel sagt im Januar, nein, das machen wir nicht. Übrigens, der gleiche Januar 2016, in dem Ralf Jäger und Hannelore Kraft, wie es ihre tatkräftige Art ist, die Geschehnisse analysiert haben und die richtigen Konsequenzen gezogen haben in Nordrhein-Westfalen. Das will ich hier ausdrücklich klarstellen. Wir erweitern nun heute den Entwurf um die Nein-heißt-Nein-Lösung, weil wir zu Recht den Willen der Frau entscheiden lassen wollen und dadurch schützen wir die Opfer besser. Es muss ein Nein ausreichen und das wollen wir heute hier so regeln. Ich meine auch, dass wir nicht nur hier beim materiellen Strafrecht stehen bleiben sollten, sondern wir sollten einen zweiten Schritt gehen, denn das Kernproblem ist ja oft, dass das Opfer aus Angst vor Rache des Täters im Prozess nicht mehr aussagt. Und deswegen sollten wir den zweiten Schritt gehen, strafprozessual einführen. Auch hier hat unser äußerst aktiver Justizminister schon einen Vorschlag gemacht, die Strafprozessordnung dahingehend ergänzen, dass die Vernehmung des Opfers bei der Polizei, die erste Aussage auf Video festgehalten wird, wenn es um eine schwere Straftat, wie die Vergewaltigung eine ist, geht. Dann haben wir im Prozess, wenn das Opfer aus nachvollziehbarer Angst nicht aussagen möchte, die Möglichkeit, uns direkt zu informieren, wie die erste Aussage war. Also lassen Sie uns auch den Schutz der Opfer strafprozessual absichern, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ein Wort zu den Straftaten aus Gruppen. Ja, auch wir in der SPD wollen, dass die Täter bestraft werden, die anfeuern oder als Teil einer menschlichen Mauer das Opfer umzingeln und so den Täter bestärken. Wir wollten das, aber gerade weil wir eine präzise Regelung wollten, haben wir erhebliche Bedenken gegen die jetzt hier geregelte Formulierung. Ich will ausdrücklich klarstellen, das ist ein Vorschlag der Union. Wir hätten lieber eine klare Präzisierung, eine Kodifizierung der Beihilfe, um diese Täter wirklich zu bekommen. Und wir stimmen dem Gesetz heute nur deshalb zu, weil wir es insbesondere den Frauen und den Frauenverbänden doch nicht auf der Zielgeraden erklären können, dass wir diese Reform stoppen. Wir haben heute die große Chance, erhebliche Strafbarkeitslücken im Sinne des besseren Schutzes für Frauen zu schließen. Deswegen machen wir diese aus unserer Sicht bedenkliche Regelung bei der Formulierung der Gruppenstrafbarkeiten mit. Und deswegen werden wir dem Gesetz heute so zustimmen, auch wenn wir das ein oder andere Argument der Opposition auch uns überlegt hatten. Lassen Sie uns heute diesem Gesetz so zustimmen. Wir machen ein gutes Gesetz zum Schutz der Frauen vor sexueller Gewalt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war die Rede von Johannes Fechner für die SPD-Fraktion. Weiter geht es mit Karin Mark, CDU-CSU. Eine Rednerin, ein Redner. Und ich möchte Sie auffordern und dringend ersuchen, spannende Gespräche zwischen Herren und Damen auch ein paar draußen zu führen. Oder bitte setzen Sie sich hin und folgen Sie der Debatte. Das ist eine wichtige Debatte und ich bitte Sie jetzt, Herr Kollegin Karin Mark, die nächste Rednerin, Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Karin Mark für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Es ist höchste Zeit, dass wir uns bei Sexualstraftaten der Perspektive des Opfers nähern, dass wir das Opfer in den Zentrum auch rechtspolitischer Überlegungen stellen, weil bisher prüfen ja die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, was hat das Opfer getan. Bisher muss das Opfer begründen, wie und warum es sich und mit welchen Überlegungen gewehrt hat. Und die sachverständige Frau Rabe vom Deutschen Institut für Menschenrechte hat in der Anhörung an die Notwendigkeit einer Normverdeutlichung erinnert. Unsere Gesellschaft hat es offensichtlich noch nicht verinnerlicht, dass im Zweifel, ob mein Pendant freiwillig kooperiert, sexuelle Kontakte schlicht zu unterlassen sind. Das ist das, worüber wir heute reden. Und deshalb stellen vor allen Dingen wir Abgeordnete heute klar, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung unantastbar ist. Wer künftig eben gegen den erkennbaren Willen des Opfers sexuelle Handlungen am Opfer vornimmt, der wird bestraft. Und lieber Herr Fechner, glauben Sie es mir, eine Landesregierung, die vier Tage gar nichts bemerkt hat, das scheint mir jetzt nicht unbedingt etwas zu sein, worauf man stolz sein kann.
Und lieber Herr Fechner, ein Justizminister, der 2014 sogar noch erklärt hat, er sehe gar keinen Handlungsbedarf bei der Änderung des Paragraphen 177. Auch da bin ich froh, dass wir Frauen, betone ich jetzt ausdrücklich, dass die Sache in die Hand genommen haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mir war es ein persönliches Anliegen, dass Straftaten gegen Menschen mit Behinderung auch jetzt besser erfasst werden. Gerichte haben nämlich die sexuelle Nötigung und Vergewaltigung von Tatopfern mit geistiger Beeinträchtigung oft unzutreffend als sexuellen Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person verurteilt, obwohl das Opfer klar und deutlich eine Willensbildung gezeigt hat. Und das Schlimme daran ist, dass die Straftaten gegen Behinderte deshalb mit einer geringeren Strafe bisher geahndet wurden. Und deswegen stellen wir heute auch sicher, dass sich diese Praxis nicht mehr wiederholen kann. Und meine Damen und Herren, eine weitere Änderung freut mich. Wir bestrafen die Grabscher. Es geht allerdings um Taten, die juristisch gesehen die Schwelle der sexuellen Erheblichkeit noch nicht erreichen, aber natürlich das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Frauen erheblich verletzen. Und diese Würde, die da verletzt wird, dieses sexuelle Selbstbestimmungsrecht von uns Frauen, wird künftig deutlich besser geschützt. Bestraft wird, wer Frauen und auch Männer sexuell belästigt. Das heißt, wer einem Opfer zum Beispiel an die bekleidete Brust fasst, wer es an den Geschlechtsorganen berührt, ohne dazu eingeladen zu sein, das ist der springende Punkt. Und ich mache es ganz einfach. Grabschen ist kein Kavaliersdelikt. Grundsätzlich gilt Finger weg. Und meine Damen und Herren, liebe Frau Möhring, Frau Wawczyniak, es kommt wie immer im Ausländerrecht, auch beim Paragraph 177, auf das Strafmaß an. Auf das Strafmaß in diesem Fall kommt es an. Und ich sehe auch nicht, warum Übergriffe, sexuelle Übergriffe weniger einschneidende Folgen haben sollen als andere Straftaten. Das müssten Sie mir mal im Privatissimum erklären. Zunehmend Probleme bereitet auch, das hat die Anhörung ergeben, der Oberstaatsanwalt Ohlenschläger hat es deutlich ausgeführt, die sexuellen Handlungen aus der Tätergruppe. Dazu wurde schon einiges korrekt gesagt. Stresssituation des Opfers, das Opfer als einziger Zeuge. Ich glaube, wir tun gut dran, dass künftig, wer eine Straftat fördert, wer gemeinsam mit anderen das Opfer bedrängt, sich strafbar macht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es auch noch mal betonen, der Staat mischt sich auch künftig nicht in das Liebesleben seiner Bürger ein. Was beiden gefällt, bleibt erlaubt. Bei der Sorge vor Falschanzeigen bleibt es selbstverständlich dabei, dass natürlich die Beweisführung im Strafrecht bei Sexualdelikten eine Herausforderung ist. Das haben die Sachverständigen so formuliert. Aber selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung weiterhin. Selbstverständlich gilt der Rechtsgrundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und daran ändert sich auch nichts. Da braucht der eine oder andere keine Sorgen zu haben. Und ich will noch eins betonen am Ende der Rede. Die als Vorsitzende der Gruppe der Unionsfrauen freut es mich ganz besonders, dass wir heute im Bundestag ein ganzes Paket an Gesetzen zum Schutz vor sexueller Gewalt, vor allem gegen Frauen, verabschieden. Es wird heute noch um das Prostituierten-Schutzgesetz gehen, das die Menschen in der legalen Prostitution vor Gewalt, Ausbeutung und Erniedrigung schützt. Wir haben es endlich geschafft, dass die Lage von Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, die Opfer von Menschenhändlern sind, dass dort die Strafbarkeit erhöht wird, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Dazu gehören übrigens auch Freier. Und Frau Kollegin, Ihre Redezeit. Ich, ja. Liebe Frau Präsidentin, bei allen, die mitgewirkt haben, wir Frauen haben für diesen Tag lange gekämpft. Vielen Dank, soweit Karin Mark, CDU-CSU-Fraktion. Sie ist die Vorsitzende der Gruppe der Frauen innerhalb ihrer Bundestagsfraktion. Nächster und letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt von der Bundesratsbank der Berliner Justizsenator Thomas Heilmann. Er gehört der CDU an. Ein Großteil des Hauses Ärger, weil sich das dann fortsetzt, diese Zeitverzögerung. Das gilt für Johannes Kahrs. Das gilt auch für die Seite rechts von uns.
Ich sage es nochmal, setzen Sie sich jetzt bitte hin. Hören Sie dem nächsten Redner zu, sonst eröffne ich diese Aussprache, diese Rede nicht. Ja, die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth bemüht sich jetzt darum. Sie sehen, wie voll es geworden ist. Aber viele Abgeordnete stehen im Gespräch beieinander, stören natürlich die Debatte. Der Grund ist, dass wir gleich eine bzw. sogar mehrere namentliche Abstimmungen hier zu diesem Gesetz bekommen werden. Deshalb ist es voll geworden. Aber jetzt geht die Debatte weiter. Thomas Heilmann, der Berliner Justizsenator. Zwischen der namentlichen Abstimmung oder vor der namentlichen Abstimmung bin nur noch ich dran. Ich mache es kurz. Ich weiß, ich verzichte auf Wiederholungen. Das Strafrecht definiert die wichtigsten Rechtsgüter in einer Gesellschaft. Und heute stärkt der Deutsche Bundestag das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung. Das ist die wirklich gute Nachricht des Tages. Hinter uns liegen viele Jahre des Wandels und der Überzeugungsarbeit. Ein solches Gesetz, wie es heute zur Abstimmung vorliegt, wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Sexuelle Aufdringlichkeiten galten noch nicht einmal als Kavaliersdelikt. Aber niemand hat Anlass zu Hochmut. Frau Schaus, Sie haben es ein Armutszeugnis genannt. Und ich würde Sie daran erinnern wollen, dass auch Ihre Fraktion und Ihre Partei durchaus einen Wandel bei sich zu schützenden Rechtsgütern bei sexueller Selbstbestimmung hinter sich hat. Ich denke an die Frage, wie sind eigentlich Kinder sexuell zu schützen vor Übergriffen. Und liebe Frau Höge und lieber Herr Dr. Fechner, das ist einer der Gründe, warum ich heute hier rede. Sie erwähnten die Meinungsäußerung in der Union, die es natürlich gegeben hat, und Sie lobten den Bundesminister Maas. Das ist aber vorsichtig formuliert etwas einseitig. Ich erinnere mich sehr gut an die Justizministerkonferenzen 2014 und 2015, und während der Antrag von Frau Kuder aus Mecklenburg-Vorpommern von uns in Berlin immer unterstützt wurde, die damals schon sagte, Nein ist Nein, war die Haltung des Bundesjustizministeriums noch sehr, vorsichtig formuliert, zurückhaltend. Jedenfalls wurde Änderungsbedarf damals nicht gesehen. Und insofern haben wir uns alle gemeinsam bewegt. Und ich finde, das hat Frau Fechner auch sehr gut dargestellt. Ja, in der Tat. Ich war auch damals schon Landesjustizminister oder Senator. Und in der Tat war die FDP, das FDP-geführte Ministerium, in der Tat der Meinung, es gäbe keinen Änderungsbedarf. Auch dort hat es offensichtlich eine Änderung gegeben. Aber Sie haben ja recht, Frau Ferner, wir sollten nicht zurückblicken. Viele haben Dank gesagt, das möchte ich nicht wiederholen, aber ich würde Ihnen, Frau Winkelmeier-Becker und Herrn Hoffmann, sehr herzlich danken, weil auch Sie die Debatte und die Reform, die diesen Namen nun auch verdient, befördert haben. Ein zweiter Grund, warum ich rede, betrifft die Berliner Staatsanwaltschaft und insbesondere die Berliner Gerichte. Wir haben ein sehr prominentes, schwebendes Verfahren, in das wir uns nicht einmischen wollen. Und liebe Frau Bundesministerin Schlesig, ich habe es sehr bedauernd zur Kenntnis genommen, dass Sie sich da parteiergreifend geäußert haben. Ich finde, ein Berliner Gericht sollte entscheiden, wie der Sachverhalt damals tatsächlich war. Denn darum geht es ja. Es geht ja um die Beweiswürdigung und dann rechtlich entscheiden. Letzter Punkt. Wir alle in Berlin wollen eine Kultur des Respekts. Wir wollen, dass jeder und jede selbstbestimmt, selbstbewusst und tolerant leben kann. Wir tolerieren keine Übergriffe. Die sexuelle Selbstbestimmung gehört zu den Kernwerten unserer Gesellschaft. Verstöße dagegen sind schwerwiegend. Es ist deswegen richtig, dass das Gesetz nun auch sexuelle Übergriffe als Abschiebungsgrund definiert, wenn das Strafmaß hinreichend ist. Wir kommen heute einen großen Schritt voran, aber es wird nicht der letzte sein. Wir sollten uns auch Gedanken darüber machen, wie wir die Integrität von Frauen besser schützen können, die durch verbale, sexualisierte Angriffe in der Öffentlichkeit zu Objekten gemacht werden. Und auch beim Opferschutz müssen wir noch mehr tun. Es ist eben gut, wenn wir unser Strafrecht kontinuierlich weiterentwickeln, aber heute ist erst einmal ein guter Tag. Vielen Dank, gute Abstimmung. Soweit also die kurze Rede des Berliner Justizsenators Thomas Heilmann hier, der ja als Mitglied des Bundesrates im Bundestag Rederecht hat. Das Gesetz zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung, das hier in zweiter und dritter Lesung gelesen wird,
ist auf Wunsch der Opposition vor allem in mehrere Teile aufgeteilt, weil die Opposition einigen Teilen zustimmen will und anderen nicht. Und das auch kenntlich machen will, das hat letztlich für die Verabschiedung des Gesetz ist nicht so eine große Auswirkung, weil die Mehrheit der Großen Koalition allemal groß genug ist, um das Gesetz zu verabschieden. Aber es gibt jetzt drei namentliche Abstimmungen, in die das Gesetz gesplittet wurde. Zum einen eben in diesem Grundsatz, der ja in den letzten Tagen überall diskutiert wurde, der da heißen soll, Nein heißt Nein. Dann gibt es einen zweiten Teil, der extra abgestimmt wird. Da geht es um sexuelle Übergriffe aus der Gruppe heraus. Selbst wer sich nicht daran beteiligt, riskiert eine Geldstrafe oder möglicherweise sogar Haft. Das war ein Teil in diesem Gesetz, gegen den sich die SPD-Fraktion und auch das SPD-geführte Justizministerium lange gewehrt haben. Schließlich ein dritter Teil, der hier in der Debatte als Grapschen bezeichnet wurde, also das in sexueller Weise körperliche Berühren, Belästigen, wird ebenfalls eigens abgestimmt.